Ich glaube, da raff ich irgendwas nicht ganz. Ich glaube, da bin ich gerade ein bisschen zu doof für. Ich weiß noch nicht mehr, wie das genau ging, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ein Ingenieurshaus. Wieso kriege ich da nicht einen Einfluss dazu? Meine Thesen funktionieren einwandfrei. Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden oder so? Nee, müsste doch eigentlich, ne? Wir haben jetzt 496. Ein Itemsockel für Rathäuser, was? Dein Ernst? Das geht? Oh mein Endlich Gott! können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Dann kann ich auf Sekt ja auch verzichten. Dann sparen wir uns da Glas. Theoretisch, aber nee, finde ich nicht so gut. Ich glaube, ich finde Einfluss durch Ingenieurswasser besser. Aber krass. Aber wieso funktioniert das nicht? Das verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich weiß doch nicht genau, wie das ging. Ja, wir gucken mal weiter, was denn noch für andere Boni drin sind. Das sieht mich eigentlich ganz cool aus. Schiff unter Beschuss. Ja. 20% höhere Wahrscheinlichkeit, dass Spezialisten im Besucherhafen eintreffen. Ja, das ist gut. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Genau, der Ministeriumseffekt ist immer Uns aktiv. klebt das Pech am Hacken. Genau. Beeinflusst Rathäuser in Straßenreichweite des Palastes. Ach so, also nur die Ingenieurshäuser, die auch im Palast, in Ist Rathausreichweite das sind. aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Admiral Nadaski? Lol, den brauche ich. Ja, wunderbar, Mensch, Kumpel. Dran anhalten. Dann gönn dir mal Deep Dive. Nadaski, ich glaub's nicht, dass der gerade kommt, ist ja fantastisch. Da, Nadaski, da haben wir ihn. Super. Du kommst aufs Plot. Unten rein. Ja, nice. Dann fehlen noch drei. Apropos, wir können mal ganz kurz. Missing Research. Research Point. Ja, ich mach trotzdem mal ganz kurz hier ein, weil wir bräuchten aber langsam mal dringend. Ella Golden, Deine Chance für eine gerechte Sache. Ganz ehrlich, hat La Corona dich in der Mangel? Ihre Gebäude und Schiffe reparieren sich selbst, sogar während des Kampfes. Schaden durch Torpedos, durch Kanonen, durch dicke Bärte, aktive Heilung. Nicht schlecht. Der Anarchie. Ja, das ist eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht für unsere Kampfschiffe dann. Kein Erhöhte Land, das Chance. so wunderbare und findige Denker wie unsere Ja. Ingenieure hervorbringt, kann wirklich scheußlich sein. Schick. Cool. Dann habe ich das jetzt auch erledigt. Ich wollte noch weiter die Effekte gucken, weil die Die sind eigentlich ganz Menschen nice. lassen sie hochleben. Ja, aber auf jeden Fall, ich wette eh alle Ingenieurshäuser mit dem Einfluss dann haben. Dann haben wir 1000 Einfluss mehr. Also ich bitte euch, das sind 1000 Einfluss. Das sind halt 100 Rathäuser oder sonst irgendwas. Also das muss ich nehmen. Das ist ja Pflicht. So, dann hier. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass Spezialisten im Besucherhafen eintreffen, zählt auf Besucherhafen und Touristenhafen. Da haben wir 20% mehr Besuche durch. Also generell halt durch eine höhere Wahrscheinlichkeit hier. Hier haben wir Zusatzbelohnungen, Kulturaustausch. Kann ich irgendwie nicht auswählen. Okay. Kulturerbe, Einfluss pro Modul. Achso, ich kann es nicht auswählen, welches wegmachen würde, wäre, glaube ich, RIP, ne? Das ist wahrscheinlich für Zoos gleich, und das hier ist halt für pro vollständigem Set Attraktivität. Das ist auch nicht schlecht. Gibt es eigentlich so eine maximale Attraktivität, die man hat? Oder ist das halt, weil ich weiß, es gibt ja wohl, wenn ich jetzt hier hingehe und gucke, gibt es ja hier die maximale Attraktivität. Die ist irgendwie bei 7 oder 8000. Aber ist es relevant, ob ich da drüber noch irgendwas tue? Oder ist das halt dann so wirklich schon das Maximum? Ich guck mal ganz kurz im Wiki nach. Sie haben 5 versucht, einen Fingerabdruck zu entsperren. Geht nicht. Ja, warum denn nicht? So, warte. Anno 1800. Wie heißt denn das? Attractivity einfach, ne? Attractiveness. Ja, da habe ich's. Weil ich will nur Sehen wissen, Sie ob's nur, dann. von weiter oben aus betrachtet sieht das alles wie eine riesige Spielzeugstadt aus. Ja, genau. Beautiful, glamorous, impeccable, grand, superior, exquisite. Aber 7600. Also 7600 echt das Maximum des Maximums. Versatile Arrival ist ab 5500. Das haben wir sogar schon, lol.
Das heißt also, wenn ich über 7600 gehe, ist das scheißegal. Die werden wir ja wahrscheinlich eh hinkriegen, wenn ich das komplett fertig gebaut habe, die Insel. Mit allem drum und dran, den Sets und so. Dann ist das ja eigentlich auch eh egal. Dann können wir da drauf kacken, auf diesen einen Bonus, den wir hier haben. Und dann ist das ja auch komplett irrelevant. Was haben wir hier? Bessere Spezialisten besuchen anstelle der normalen Spezialisten ihrer Stadt. Bin ich ehrlich? Brauche ich nicht, weil bei mir kommen eh nur Legendäre. Dann würde ich sagen, das Modul hier für Museum ist schon ganz gut. Weil ob ich jetzt Museum oder Zoo mache, ist egal. Und Botanik ist, denke ich mal, ist das hier. Ah ne, ist es nicht. Quatsch, ist ja ein vollständiges Set. Dann ist das ja eh... Ja, nämlich Kulturerbe. Dann ist das schon ganz gut. So, hier haben wir... Was ist eigentlich das da? Rathäuser mehr Attraktivität. Ja, schön. Ja. Die Menschen lassen sie hoch. Das Ministerium für Arbeit beeinflusst Handelskammern. Ist also für mich jetzt im Prinzip... egal. Nee, warte mal. Nee, warte mal ganz kurz. Ich glaube, der Palast zählt als alle Ministerien. Aber wenn ich auf eine andere Insel hingehe, kann ich das Ministerium bauen dafür, richtig? Das will ich ganz kurz wissen. Rein aus Interesse so, eben. Nee, hier sind die Ministerien auf jeden Fall nicht, oder? Würde ich euch jetzt übersehen. Nee, ich glaube, die sind hier nicht. Ey, Verbrauchsgüter macht eigentlich keinen Sinn. Wie groß ist eigentlich so eine Baumschule? Oh, geht. Bei Kultur war es ja auch nicht, oder? Oder? Wir können noch eine Weltausstellung bauen? Oh. Das will ich jetzt testen. Das geht? Oh. Angenehm. Gefällt mir. Ah, hier, Palast, da ist es doch. Mein Gott, bin ich doof. Regionalministerium. Durch Regionalministerien können sie die Richtlinien und Wirkungen ihres Palastes auf andere Städte ausweiten. Ich will es mal eben testen. 150.000. Oh, alles klar. Ah, ja, das meine ich. Weil, okay, dann kannst du Ministerium auswählen. Okay. Also hier würden wir zum Beispiel das Arbeitsministerium nehmen, ne? Wir wären dann so weit. Wie weit geht da? Aber ich kann es einfach mal nach oben ziehen, ist ja egal. Dann sind die jetzt ja alle effizienter, oder was? Weil 10%... Ach so, eine Handelskammerreichweite. Habe ich nicht irgendwo eine Handelskammer hier? Ich glaube nicht, ne? Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten... Automatische Veröffentlichung, genau. Ja, ist auch egal. Aber Ministerium wäre auf jeden Fall dann so eine Sache, die wir machen würden dann da. Ich wollte es nur wissen, eben so zum Verständnis nochmal, weil ich es vergessen hatte. Dann für Arbeit. Alles, was halt in der Nähe von der Handelskammer ist, hat 10% mehr Produktivität generell. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist halt ein netter Bonus. Zusätzliche Waren. Plus ein oder zwei Zyklen. Also, plus, also 50% des Outputs. Als extra kommt nochmal diese Sachen dabei raus. Im Wechsel wahrscheinlich dann, ne? Ja. Oder ist es auf den bestimmten Gebäuden und halt, sag ich mal, jetzt sowas wie hier bei schwere Geschütze, kriegen wir halt quasi jetzt hier 33% mehr. Wäre jetzt nicht schlecht, ne? Wäre ganz nett. Puff, plus 50% aus Elektrizität. Ja. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, wofür das ist. Wofür war das nochmal eigentlich? Dass es länger hält oder weniger Öl verbraucht oder? Kein Plan. Steht das hier vielleicht nochmal genauer? Oder dass die Reichweite davon höher ist? Das Spiel ist offline, ja, ist mir egal. Minus 50% Arbeitskräfte erforderlich. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, nicht mehr, nachdem ich es ausgerechnet hatte. Ein Item Sockel für Handelskammer. Das ist auch nicht schlecht, aber das habe ich jetzt nicht mit eingeplant, also ist es egal. Oh Gott. Ach so, ich bin dumm. Sorry. Damit meinen die natürlich 50% mehr Produktivität bei Produktionsgebäuden. Ich war jetzt bei Wohngebäuden. Lol. Klar, macht natürlich Sinn. Dann wäre ich natürlich dabei, ne? Ist klar.
Weil 50% mehr Produktivität ist immer gut. Dann Ministerium für Wohlfahrt, gucken wir noch ganz kurz nach. Das ist für alle öffentlichen Gebäude in Straßenreichweite des Palastes. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay. Zusatzeinnahmen aus Varieté, Universität, Bankhaus und Elektrizität. Plus Attraktivität aus den Dingern dann. Stadtweites Netz. Dann haben wir 15 mehr Reichweite für Strom, denke ich mal. Das ist eigentlich jetzt lächerlich. Wobei, in jede Richtung? Hm, wer weiß. Wenn es in jede Richtung 15 sind, dann ist viel. Wenn es insgesamt, dann ist halt, na. Wohlfahrt der Arbeiter. Gewinnt zusätzliche Zufriedenheit durch Markt, Wirtshaus, Kirche, Schule. Ja, Zufriedenheit ist eh bei jedem auf Maximum dann getrimmt, wenn ich fertig bin. Die Menschen lassen sie hochleben. Verlängerte Ausschankzeit. Bedürfnismalus. Wir brauchen 20% weniger Schnaps pro Jahr. Das wäre ganz cool, aber Schnaps habe ich eh kaum Verbrauch. Bier habe ich fast weg aus der Liste. Ne, habe ich sogar weg, glaube ich. Fast. Ja. Rum ist auch quasi weg. Kaffee ist weg. Hibiskus-Tee nicht. Und Sekt, ja, okay. Lassen sie hochleben. Nee, dann würde ich hier bei Zusatzeinkommen bleiben, ne? Weil, ganz ehrlich. Oder? Ja, ich würde mal ganz kurz wissen. Ich will mal ganz kurz bei einem gucken. Wo endet denn der Strom? Nehmen wir mal den hier, würde ich sagen. Und dann merken wir uns mal ganz kurz einen Punkt, wo das hingeht. Einen gut merkbaren Punkt. Der ist gut zu merken. Weil der genau in der Kreuzung ist. Wenn ich jetzt mal Strom auswähle. Wie sieht's denn da dann aus? Wie weit ist denn jetzt in der Reichweite? Oh, es geht also echt in jede Richtung. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, das sind 22 weiter. Und das in jede Richtung. Hier war es gerade eben da und jetzt ist es hier oben. Okay, sagen wir mal, es sind 15. Ich denke mal, es hat irgendeinen anderen Weg jetzt gefunden oder so, keine Ahnung. Aber das ist natürlich dann wieder krass. Weil Geld werden wir irgendwann, laut meiner Rechnung, mindestens eine Dreiviertelmillion als Bilanz, ja? Das ist halt dann schon krass. Für jetzt bleiben wir natürlich beim Geld, aber später können wir es auf Reichweite für Kraftwerke eigentlich umändern. Das ist eigentlich ganz nice. Aber jetzt machen wir erstmal so, wenn ich pleite gehen. Pleite. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir hier? Hauptsache, hier ist irgendwie detaillierter aufgeschrieben als in der Übersicht. Das ist auch geil, ne? Ministerium für Handel. Beeinflusst alle Hafenmeistereien und Speicherstadt. Ist die in Reichweite? Müsste ja eigentlich. Wäre lächerlich, wenn nicht, ne? Oh, zählt die jetzt? Weil der hat keine Straße. Ach, weißt du was? Ganz ehrlich. Da haben wir ja eh nichts. Ich mach da jetzt mal eine Straße hin. Oh Gott, nicht das Ganze. Ach, das ist schon die Speicherstadt da, die Kisten, die da sind. Lol. Ich dachte mal gerade so, warum kann ich das nicht wegmachen da? Okay, warte, wenn das schon die Dings da ist, die Straße, dann ist gut. Ja, der muss weg. Setzen wir mal da hin. Nice. Schön. Komm, setzen wir noch mal ganz kurz ein paar Kisten dahin. Ist sonst so leer. Er könnte auch ruhig ein bisschen drehen, ne? Ich meine ja nur. So, und hier machen wir jetzt eine Straße hin. Mittig, oder? Schöne doppelseitige Straße so. Also Doppeldingsseite. Hätten wir es auch gar nicht wegmachen müssen. Dann machen wir nochmal kurz ein paar Schwerteile hin. Können wir ruhig machen. So, hier ist es natürlich mit der Ecke ein bisschen belastend. Ah, geht aber. Dann ist sie jetzt hier angeschlossen, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Weil ich glaube nicht, dass das nicht gezählt hat. Ja, jetzt müsste der eigentlich dran sein, also ich bitte euch. Jetzt nur noch hier rausschmuggeln.
Also in der Hafenmeisterei gibt es 200. Jetzt haben wir sogar 400 plus insgesamt. Die Menschen lassen sie hochleben. Zählt der jetzt auch als Hafenmeisterei oder wie ist das? Ach so, deswegen. Ich hab doch hier irgendwo die hier an der Straße. Die zählen auch. Ach so, oh mein Gott. Und das Gebäude hier selber zählt auch als Hafenmeisterei. Dann macht das jetzt Sinn. Okay, alles klar. Ja, das musst du auch erstmal wissen. Was haben wir jetzt hier alles? Oh, die brauche ich. Die Arto? Nee, Quatsch. Hä, nee, warte, wo war die Nummer? Doch klar, für die Bauern, die Arto. 20% mehr Einwohner. Natürlich. Aber ich gucke trotzdem mal ganz kurz mit den anderen. Khadija Zegaye. Oh, nett. Okay. Orvé Charlet oder Charles, wie auch immer, von der Königlichen Ozeanographengesellschaft. Schön. Duffy! 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 Die brauche ich. Aber ich glaube, die habe ich schon, ne? Ich glaube, Duffy war eine von denen, die ich schon dreimal hatte. Ja, Duffy habe ich schon. Egal. Früher oder später müssen wir eh alle freischalten. Lassen Sie mich kurz überlegen und gucken. Ich wollte gerade so über was gucken. Ich habe es schon wieder vergessen. Genau das hier. Und zwar 300% Produktivität für alle Küstengebäude. Ich denke mal, das ist hier irrelevant, weil... Ja, guck mal, der ist auch lila am Leuchten, ne? Also ich denke mal... Ich weiß nicht, ich denke mal, es zählt. Ja, guck mal, hier, der ist ja auch am Leuchten. Ich denke mal, die sind affected. Ja? Ja. Ja, hier hinten kann ja nichts leuchten. Ja, gut, dann würde ich sagen, ist das ja eigentlich irrelevant. Außer natürlich für die hier, weil die müssen jetzt eigentlich richtig reinpowern. Stimmt das eigentlich? Das will ich jetzt eben ganz kurz testen, weil der kostet jetzt hier. Die Menschen lassen sie hochleben. Geschmeidige 3 Minuten. Wieso geht das nicht? Ah, doch, da, läuft doch. Okay, ich habe die Geschwindigkeit halt hochgestellt, ne, aber. Das scheint nicht so zu funktionieren. Also zählt die Produktivität nur für Produktionsgebäude, denke ich mal, ne? Und nicht für. Schiffeherstellung. Ja, 50.000 Insellagerplatz pro Depot. Können wir mal auswählen, dann hätten wir 5.250. Ist auch ein bisschen irrelevant irgendwie. 200 Tonnen Lagerplatz für Öl auf der Insel pro Ölhafen und Öllager. Jetzt gerade haben wir... Ja, jetzt bin ich natürlich dahin gegangen, war auch noch natürlich richtig smart. 3.500 sind das, glaube ich, ne? Stand auch gerade da. Ja. Da müssten das jetzt ja ein bisschen mehr werden. Einige viel. Hafenmeistereien. Ach nee, Bullshit. Ich laber Scheiße. Das geht natürlich ja nur für die hier. Ja, macht Sinn. Das heißt, das hier ist auch nur für die Depots, die da jetzt gerade leuchten, wie man sieht. Ja, ja, genau. Ach, es ist aber auch alles ein bisschen... Ist schon alles tricky. Ja, sind wir mal ehrlich. Deswegen leuchtet auch hier nichts. Okay, alles klar. Ein Itemsockel für Hafenmeistereien, das werde ich jetzt nicht unbedingt... Doch, klar, warum, denke ich nicht. Das wäre natürlich hierfür praktisch. Dann können wir dann noch ein neues Ding reinsetzen. -50% Beladungszeit für Schiffe an Kontoren und Anlegestellen. Ja, 50% wäre dann auch mal ganz nett. Aber ich glaube, wir sind schon bei 57% ganz gut abgedeckt. Weil hier sind die Häfen auch immer relativ leer, wenn ich das so angucke. Auf Ihren Befehl. Hoppala. Ein neuer Auftrag? Ich dachte mal ganz schön, so was stehen die denn da alle da rum? Was ist das denn? Nee, aber ich muss mal ganz kurz überlegen, so Verladegeschwindigkeit mit 750%. Das sollte doch eigentlich ganz gut klappen, oder? Im schlimmsten Fall können wir es immer noch umändern, aber ich wäre tatsächlich für den Itemsockel. Weil wir dann halt hingehen können und da noch ein Item reinsetzen können, was jetzt hier nochmal ein bisschen verschnellert. Und hier können wir dann da noch eine neue Produktion reinsetzen. Das machen wir. Dann können wir jetzt hier hingehen. Na, da siehst du Hafenverwaltung. Weil der ist eigentlich irrelevant, per se, ja. Wir haben ja noch...
Wir können natürlich auch noch hier einen Hafen... Aber wir können natürlich hier noch eine Hafenmeisterei hinknallen, ne? Hm. Nur wie macht man das, dass es schön aussieht, ist die Frage. Ja, kann man ruhig da hinsetzen, ne? Oder hier... Lieber hier hinten rein, oder? Dann wären beide drin. Nee, kriege ich nicht hin. Ist genau ein bisschen zu weit weg. Hm. Schade. Das ist ja traurig. Ja, ich würde sagen, die setzen wir einfach hier hin. Die Hafenmeisterei. Sie haben an Einfluss gewonnen. Erstmal einen übelsten Deck bekommen. Nice. Und da kommt jetzt noch ein Leuchtturm hin. Ein schön edler. So. Dann ist das auch nicht ganz so scheiße, weil es so ein bisschen asymmetrisch ist. Aber ist gut so. Gefällt mir. Diese Mücke macht mich fertig, ne? Naja. Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. Dann können wir mich hier auch hingehen, weil der hat jetzt noch ein Item mehr. Ne? Müsste doch eigentlich, oder nicht? Balziert hier ja auch, ne? Achso, ne, müssen wir natürlich hingehen, Straße anbinden, ist klar. Jetzt hat er mich hier nochmal Hafenverwaltung. Dann können wir mich jetzt hier auch hingehen. Hä? Ah ne, die habe ich schon hinten drin. Ich wollte gerade schon sagen, wieso habe ich denn jetzt hier wieder stehen? Na gut. Dann können wir mal die Besuche ein bisschen hoher schalten hier, ne? Ist ja super. Ich brauche einen Spezialisten. Da bin ich bei. Meld dich, wenn du damit fertig bist. Dann können wir mich hier noch hingehen, noch mehr Besuche reinknallen. Ja, war es auch. Machen wir ganz kurz Geschwindigkeit normal. Geh mal kurz in die alte Welt. Ja, ja, du und deine Erpressung, gib mich nicht auf den Nerven. Die will. Schleichen! Na gut, ich habe ja Monitore, ne? Alligator auf der Lauer. Ist schon gut. Leute, habe ich ja noch einen Monitor, ne? Ach stimmt, der Vogel. Ja Leute, du bist sogar in der Nähe da. Ist ja wie geil ist das denn? Das ist ja lucky. Dann gehen wir da hin, ne? Weil ich mache die Quest jetzt, weil die geben uns Gärten. Die habe ich komplett underrated, die Scheißteile. Nur die Gärten, die geben uns halt gute Dekorationsmöglichkeiten, die ich komplett unterschätzt habe. Können wir uns die dann mal angucken. Vor allem für den Palast ist das vielleicht immer eine ganz gute Sache. Vor allem zwei Kanonenboote ist eigentlich auch voll easy, ne? Na, ja, nice. Hauptsache, die sind neben meiner Insel und denken sich so, oh, du darfst du nicht hingehen, auch wenn es deine Insel ist. Mir doch egal. Du wirbelst mich. So, und zurück. War eine gute Quest, war direkt nebenan. Sehr schön. Ja, denen ist eh egal, ne? Hauptsache, jetzt sehen die, wie ich es geklaut habe und ist denen egal. Beziehungsweise, wir können es jetzt mal durchlesen. Madame Karina sieht besonderes Potenzial in ihnen und glaubt, dass sie bereit für eine neue Art von Aufgabe sind, mit der sie bisher noch nicht betraut hat. Sie möchte, dass sie sich unbemerkt auf ein Schiff schleichen und ihr alles mitbringen, was sie dort finden können, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Ja. Okay. Spannend. Mir hat übrigens auch einer geschrieben gehabt, dass das jetzt sogar heute passiert erst. Ja, danke für den Kommentar. Dass ich in der Arktis ja auch schon jetzt nutzen kann. Du hast etwas für mich, nicht wahr? Ja. Schnell. Und sauber. Ringelblumengarten. Cool. Ja, aber das Ding ist halt, mir wurde gesagt, ich kann die Arktis jetzt schon nutzen, theoretisch mit Schiffen so. Kann nur die Hauptinsel nicht nutzen, weil dafür muss ich die Quest machen. Das ist okay. Da gibt es nur zwei Punkte, die ich hier ansprechen möchte. Erstens ist mir die Arktis per se bis auf Gas ganz später relativ egal, und ich glaube, das brauche ich nicht mal unbedingt, nicht, da ich jetzt ja stark reduzierte Werte nutze als geplant, werde ich darauf nicht mal drauf angewiesen sein. Das heißt, da kommen wir eh ganz später erst zu. Und zweitens, Schiffe, habe ich jetzt gerade keine hier, weil das, was hier war, habe ich ja weggezogen für den Krieg, war das ja, glaube ich. Mein Problem ist nämlich, ich komme da nicht mehr hin. Außer ich mache jetzt die Quest. Weil, wenn ich jetzt hier hingehe, und den jetzt... Ne? Weil ich habe keine eigene Insel per se. Das heißt, ich kann das halt nicht besiedeln, weil ich nicht dahin komme.
Geht's im Krieg... Ach, nicht Arktis. Jetzt geh ich wieder über das Menü. Ich will doch die Tasten nutzen. So. Kann ich ein Kriegsschiff nutzen, theoretisch? Kampfdeck bereit machen. Nee. Ah, nee, warte mal. Leute, ich bin doof. Ich kann natürlich nicht zu einer Insel fahren, weil ich keine Insel hab. Okay, mein Fehler. Ja, ist das dumm. Ja, wusste ich, ne? Hafenaktivität. Was meinen die eigentlich mit Hafenaktivität? Handel? Vielleicht? Kreuzer bereit. Ja, okay, mein Fehler. Ich kann die natürlich trotzdem dahin schicken, lol. Ist das jetzt peinlich? Ja, egal. So, was wollte ich noch machen? Ganz kurz abschließen hier. Genau. Den Eizim-Sockel finde ich auch am besten. Dann gehen wir mal ganz kurz hin. Weil ich bräuchte langsam mal wieder 20.000 Punkte hier. Dass wir dann zwei Sachen da machen können. So Items herstellen und so weiter. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt in der Zeit mal ganz kurz den Hafen hier weiter. Kann ich nicht eigentlich, weil das muss ja nicht unbedingt an der Küste sein. Wir kommen gerade eine Idee. Da müssen die noch mal ganz kurz weg. Kann ich nicht eigentlich einfach hingehen? Oder muss der an der Küste sein? Okay, der muss an der Küste sein. Schade, weil sonst hätte ich den hier so hingestellt. Das wäre vielleicht auch ganz schick gewesen, aber schade. Ja, aber hier finde ich auch irgendwie doof, bin ich ehrlich. Hm. Ich glaube, ich bin am Überlegen, ob ich den nochmal ganz außen rumziehe. Ich muss nochmal ganz kurz die Mauern wegmachen. Den dahin ziehe, so nah wie es geht. Die dicke Bärte mal kurz auf Seite ziehe. So finde ich es aber nicht schön, weil dann ist hier platzmäßig eng. Dann gehen wir mal rüber. Ein Block geht anscheinend nicht. Geht nur zwei Blöcke. Doch, hier geht es einen Block weiter. Dahin. Diese Stadt ist zu wenig. Alle Köpfe magisch an. Ja, das besser, aber zu wenig. Dann wäre hier die nächste Stufe. Das wäre okay. Und so wäre optimal von dem Platz dazwischen, glaube ich. Da waren gerade mehr Besucher, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Dann können wir den auch noch mal nehmen. Ah, haben wir schon. Na gut. Wobei, oder noch mal einen reduzieren? Nee, so ist gut. Jetzt haben wir so einen komischen Pinöppel da im Wasser. Den will ich nicht haben. Ja, okay, da muss der halt hier hingehen. Der Pinöppel ist ja kacke. Dann machen wir mich jetzt hier... Hafen bauen. Weiter mit den Dingern. Der kommt da dran. Ne, Compadre? Ja, grüß den Onkel von mir. Ne, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir die andersrum setzen. So ist gut. Und dann sitzen wir hier nichts hin, weil das ist ja der Besucher. Also, ich bin der. Oh shit! Das war gerade kurz RIP, ey. Die haben ja gar keine Dings hier, ne? Ingenieure und Handwerker unten überall. Hoppala, Mensch. Ups. Na, hier guck mal, was da alles kommt. Die Penta-Bilanz, ey, ich sag's euch. So, dann würde ich mich sagen, gehen wir hier hin und machen das dann da mit Kaimauern zu. Erstmal so machen und dann hier entfernen. Da nochmal zumachen. Ist gut so, ne? Da kann man ruhig mal ein bisschen schräg drin bleiben. Aber ich würde jetzt noch einen kürzer machen tatsächlich. So, das ist euch besser. Dann gehen wir hier hin. Knallen da natürlich auch ganz kurz was hin. Ja, so ist ein Stück zu nah dran. Okay, der snappt wieder in alle Richtungen. Cool. So, eigentlich hätte ich mich auch gerne mal noch so einen kleinen Hafen hier reingesetzt, aber da habe ich auch zu wenig Platz hier, oder? Wobei, wenn ich den da hinten hinsetze und das dann hier so mache, dann muss der nochmal weg. Da habe ich wie viel Platz gelassen? 4, ne? Dann lassen wir hier auch mal 4.
So. Da kommt nochmal gut eine Kanone hin, würde ich sagen. Auf der Höhe. 1, 2, 3, 4. Dahin. Setzen wir das dahin mit dem Steg. Ja, die dicke Bertha finde ich also mittelmäßig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde trotzdem gerne eine haben. Und die setzen wir da hin. Da ist ganz gut. Da ist okay. Da bin ich fein. Mit. Ja, so ist doch kacke. Warum steppen denn nur da und da? Warum kann der nicht dazwischen? Oh. Zu fett oder was? Was soll das denn? Dann halt nicht. Dann machen wir es halt anders. Nee, ist ja der Falsche. Ich hätte nur eine 50-50-Chance. Ich drücke immer den Falschen an. So. Da kommt auch noch ein Steg hin. Nee, das ist kacke. Der muss einen tiefer und dann ist es da oben zu eng, ne? Dachte ich mir schon. Dann kommen da jetzt die hin.